Das ist Deutschland. Von Kant bis zum Kolonialismus, von den Nazis bis in die Nachkriegszeit, bis zur Verweigerung Kohls und anderer Politiker, Deutschland als Einwanderungsland zu betrachten. Rassismus gehört zum europäischen Aufklärungsdenken, das wiederum das Denken ist, das bis heute als Modell für die deutsche Gesellschaft fungiert. Dieses Denken betrachtet die Welt in einem hierarchischen Deutungsmuster. Weiß über Schwarz, männlich über weiblich, Okzident über Orient. Jagoda Marinic schreibt sehr richtig, dass es hier eben nicht um Sprache geht, sondern um den Machtanspruch einer Mehrheitsgesellschaft, die sich nicht vorschreiben lassen möchte, wie sie über Minderheiten zu sprechen hat. Man will beleidigen dürfen, wen und wie man will. In einem öffentlich-rechtlichen Sender, der einen Bildungsauftrag hat und der den Auftrag hat, Diversität angemessen zu repräsentieren, geht das nicht. Warum eigentlich, fragt Marinic weiter, geht das deutsche Unterhaltungsfernsehen so oft davon aus, von allen deutschen Tugenden wäre ausgerechnet die Dummheit bei den Zuschauern am beliebtesten? Richtig. Wäre es nicht der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender, die gleiche Sendezeit, die diese Runde im WDR bekommen hat, auch den Menschen zu geben, die diesen Raum in der Regel nicht haben? Ist es nicht ihr Auftrag, Bildung zu generieren, damit diese Dinge nicht mehr passieren? Scheinbar nein. Antimodernes Denken ist gesellschaftsfähig und bringt Quote. Bildung eher weniger. Dieses Denken ist gefährlich, undemokratisch und schlichtweg verantwortungslos.